So, eine kurze Erklärung zu dem heutigen Update. Ich erspare mir jetzt jede lange Vorrede, dass du bloß der Geist bist, der sich dieses Video ausdenkt. Wir springen ja sofort in das Update. Ich will bloß auf ein paar Sachen hinweisen, weil wenn man die Grundlagen der Vordersprache noch nicht Indus hat, neigt man dazu, das einfach wegzuzappen. Das heißt, man nimmt sich nicht die Zeit, sich mit einem Wort näher auseinanderzusetzen. Und das ist ein klares Zeichen von geistiger Unreife. Und die Grundbasis ist, du musst wirklich jeden Moment, du Geistesform, musst wirklich jeden Moment erkannt haben, dass du selbst dich während eines Traums nicht veränderst. Es verändert sich nur deine Information. Das ist, wenn ich sage, dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, eine Zeitspanne, ist definitiv bloß immer ein ständiger Wechsel von Informationen. Ich sage mal, ein Umformen dieser 200 Gramm rote Gnede. Und unser Rot ist ja das Rot-E, das ist der Adam, das ist J-C-H, das ist dein Vatergeist und der Sohngeist in eins gedacht. Und dann legen wir eigentlich schon ganz kurz los. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Und dann schauen wir uns das neue Video an. Da mache ich jetzt eine kleine Erklärung. Dieses Video heißt, unsere Liebe ist wie Honig. Und dann schauen wir jetzt einmal rein. IOB kann dir den sehr lehrreichen Film deines derzeitigen Lebens, das ist den Traumfilm, dieses Videospiel kann ich es auch nennen, das zurzeit in deinem roten Kopf sich abspielt als träumender Geist. Wenn der dir zu heftig erscheint, jetzt ist schon dieses Tier, bezieht sich auf den Affen, an den du denkst. Und interessant ist, er heißt der erweckter Schein, ist eine existierende Öffnung und die existierende Öffnung ist im Hebräischen das Wort Auf- und Abschwingen. Ich könnte jetzt wieder darauf hinweisen, dass also nachdem der Kain in der Bibel, in der biblischen Geschichte den Hebel, den Abel erschlägt, dass er seine eigene Nichtigkeit, wird er unstet und flüchtig. Und da steht diese Radix ND, diese Bewegung, ein Hin- und Herschwingen, ein Wanderer durch eine imaginäre Traumwelt, die letzten Endes nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Also gut, wenn dir dein sehr lehrreicher Film deines jetzigen Lebens zu heftig erscheint, kannst du dir den folgenden sehr meditativen Film reinziehen. Und zwar beginnt hier dieses Video, aber das ist jetzt gar nicht deswegen, wieso ich das erkläre, Trink deine Milch, Yusuf. Das ist ein Trailer von dem Film. Und jetzt ist natürlich schon interessant, wenn wir uns das anschauen, ich mache das einmal etwas größer nochmal, dass du siehst, das hebräische Wort für Milch, wenn du über den Jordan gehst, und ich betone immer wieder, das hebräische Wort für Jordan steht da nur IRD. Das ist eigentlich die Radix von irdisch werden. IRD. Das heißt, wenn du irdisch wirst, das ist auch das Auswandern und das Hinabsteigen, das Hinuntergehen. Du steigst hinab in deine Traumwelt. Übrigens, der Adam ist ja Seger wenig Haber, das heißt männlich mal ganz Denker und Ausgedachtes. Und dieses Loch, Nekeb, die Frau, heißt auch ein unterirdischer Gang, ein Schacht. Shin 8 heißt die Logos der 8 und die 8 ist die weibliche 1. Archeti. Das ist, wir haben im Hebräischen eine männliche Zahl und weibliche Zahlen und 8. Und AGD heißt jetzt auch, ich werde in Schrecken versetzt, wenn man das Aleph als Vorsilbe liest. Imperfekt. Ich werde in Schrecken versetzt. Absolut korrektes Hebräisch. Weil GD heißt Schrecken, wenn man das jetzt nachschaut. Das ist eigentlich einmal die erste große Erkenntnis. Und dann machen wir da gleich weiter. Diese Milch ist auch das Weltliche, das wird hier alles beschrieben, kann man sich selber damit auseinandersetzen. Ab jetzt weißt du wieder, wie du heimkommst. Das ist wie generiert in dem Video, in dem Trailer heißt es nach Hause. Das könnte ich jetzt auch, weil Endchat nach der Noah ist ja wieder für uns zur Arche. Und das heißt in die ewige Ruhe. Ich habe jetzt absichtlich geschrieben heim, das heißt zurück zum Meer, zu El Ayon kommst. Startpunkt 26 Sekunden. Und jetzt kommt, da geht es um den kleinen Yusuf, wächst in Anatolien auf und plagt sich mit der Schule und mit den Mitschülern. Geborgenheit gibt ihn seine weltliche Familie. Doch ein Geheimnis, G-E-Quadrat-Hayom, Nis, volles Bienensterben. Und jetzt können wir das rot schreiben, das Wort.
dann heißt es BE-Quadrat, das heißt in der Energie, die innen ist, sind raumzeitliche Spiegelungen oder Erscheinungen und das sind immer weg die polare Existenzen. Das sind die Gedankenwellen. Bisschen Grundlagenwissen, wenn sich irgendwann einmal installiert, und das höre ich jetzt von vielen Geistesfunken, ich rede jetzt mal von ausgedachten Geistesfunken, dass die sagen, das ist absolut irre, was plötzlich passiert mit den Vorstellungen, die man aus Worten generiert, wenn man diese Vatersprache im Hintergrund hat. Es wird ein komplett anderer Text, das bezieht sich übrigens auf alle Sprachen der Welt. Bedroht die Existenz der Imker. Und der Vater beschließt, seine Bienenkörbe in einen schwer zugänglichen, gefährlichen Teil des großen Gebirges aufzustellen. Die kann man jetzt auch wieder als dieses G, E-Quadrat kann man da noch reinsetzen, F in der Redo, des Gebirges, Bir, die Radix Bir selber, das, die schauen wir uns ganz kurz an. Das heißt, das da mal in mir ist eine Berechnung, wenn wir es blau lesen. Das ist jetzt dieses Spiel. Das ist das hebräische Wort für Brunnen. Es gibt noch ein anderes Wort für Brunnen. Das haben wir dann in der Grundradix Bara. Hier bitte hinschauen. Im letzten Selbstgespräch habe ich auf das schon darauf hingewiesen. Unsere 343. Die werde ich ewig verfolgen und die 226. Darum habe ich das jetzt rot gemacht. Das heißt also, inmitten, in der absoluten Mitte verbunden, in unserem Zentrum, unserer Kamera Obscura. Und da ist dieses, der göttliche Kopf. Das ist immer, wenn ich vom roten Kopf spreche, das ist eigentlich der Brunnen, aus dem alles herausspringt in einem gewissen Maß, wobei dann in tieferen Schichten dann jetzt erst einmal zur Quelle müssen, zu dem eigentlichen Grundwasser. Das heißt, in mir ist eine Berechnung, ein geistiger Brunnen mit lebendigem Wasser. Das lebendige Wasser ist das blaue Wasser, das aus Wellen besteht, aus Wasserwellen. Das absolut Starische im Hintergrund, das was immer ist, unveränderlich, das bist du Geist. Das heißt also hier, darum heißt es, des Gebirges aufzustellen. Als er nicht zurückkehrt, macht sich Yusuf auf, der Schöpfer UB heißt praktisch UB wieder zurück, seine wirklichen Pfade in sich selbst zu suchen. Dieses, der wie ich dick, das absolute Zentrum ist, in dem du mit mir sitzt, und es baut sich dann auf in der Offenbarung, der auf dem Thron sitzt, und um ihn herum sind die 24, das sind die 24 Stunden des Tages. Diese Märchengeschichten waren reine Physik. Man muss sie nur richtig übersetzen. Yusuf, und da habe ich jetzt schon mal dieses You bist Sub, weil ich behaupte ja, du bist ich. Sub heißt das Bewusstsein von UB, von Gott. Und das bist du auch, das sind wir. Ist einer der Propheten im Koran. Und jetzt wird es sehr interessant, darum mache ich eigentlich dieses kurze Update vorneweg, eine Erklärung für dieses Update, weil wenn du nur schnell drüber liest und dir keine Zeit nimmst, oder die Reife noch nicht hast, dass dich das interessiert, was übrigens vollkommen in Ordnung ist. Aber ich möchte immer mal ansprechen, die Zeit von Reife, wenn ich immer höre, ich habe keine Zeit, dann nimmt man das nicht für voll. Ich füge eine kleine Geschichte, eine raumzeitige Geschichte ein, die ist vor über 20 Jahren passiert. Da war ein kleiner Kreis, der erste Anfangskreis von Holofeeling in Bayreuth. Das ist diese Geschichte, man kann das anschauen, YouTube-Video, Holofeeling UB-Vortrag von 2001. Das ist so diese kleine Clique gewesen und da sind so immer wieder welche zusammengetroffen und dann haben die den Brüssel Udo nach Bayreuth eingeladen und dann ist das dritte Buch der Offenbarungen von mir veröffentlicht worden. Und dieses dritte Buch hat der Jan dann an diesen kleinen Kreis diese Datei weitergegeben. Und dann kriege ich wieder einen Anruf, ja, kommst du nicht wieder mal nach Bayreuth zu uns, dass du einen kleinen Vortrag hältst? Und nachher sage ich, wie sie das neue Buch empfindet, zu der, die mich angerufen hat. Und dann sagte ich, ich habe noch keine Zeit gehabt, mir das anzuschauen. Das war 3 Monate, nachdem die das bekommen hat. Ich habe dann nur darauf gesagt, ich habe auch keine Zeit und ich habe aufgelegt. Weil in den 3 Monaten, jetzt normal raumzeitlich gedacht, wie viel Scheißdreck an Filmen und Zeitungen hat die sich reingezogen. Sie hat doch keine Zeit gehabt, sich das anzuschauen. Offensichtlich ist das für sie überhaupt noch nicht wichtig gewesen. Und das ist ein Akt von Reife. Und für die Reife kann einer nichts. Das heißt, ich werfe einen Säugling nicht vor, wenn er in die Windel macht. Habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen. Der ist auch nicht dumm oder blöd, er ist einfach nicht reif. Er ist für diese Reifestufe einfach so, wie er ist. Und
jetzt in dem menschlichen Sinn, geistig gesehen, muss dir klar sein, solange sich einer nicht für sich selbst interessiert, sondern bloß für Impfen oder Nicht-Impfen oder der ganze religiöse Wahn, wenn du Freiprediger hörst, die dir nur was zwei ganz perfekt die biblischen Geschichten erzählen, aber nur auf der ersten Ebene. Denk wieder an das Buch Erwachen, die Schale, die erzählen dir nur was von der Schale. Aber geh nicht in die Tiefe der Metaphern. Die Metaphern sind unendlich tief. Jede einzelne Geschichte in der Bibel, in den Upanishaden, in dem Koran steckt im Hintergrund, wenn du in diese drei Schichten hinabsteigst. Aber da musst du in die Tiefe eines Wortes hinabsteigen. Und das zeige ich dir jetzt. Jetzt pass mal genau auf, was jetzt passiert. Yusuf ist einer der Propheten im Koran. Koran schreibt sich auf Arabisch so. Und das heißt einfach nur die Lesung oder die Rezitation. Wenn man rezitiert, das sind die einseitigen Auslegungen der muslimischen Prediger. Jetzt ist interessant, die Konsonante Radix von dem Koran ist Kof, Resh, Nun. Das kann man jetzt Koran aussprechen, vokalisiert. Und das bedeutet wie ein Rettungsjubel, weil nämlich Resh, Nun Rettungsjubel heißt. Unter anderem, und die Vorsilbe Kaf heißt wie. Yusuf ist der biblische Stammvater Josef. Das heißt, der Yusuf im Koran ist der Josef im Alten Testament. Es ist nur minimal anders in dieser Vokalisation anders geschrieben. Yusufs weltlicher Vater ist Imker in diesem Film. Jetzt habe ich WL, das heißt doppelt aufgespannter polarer Randopfer. Das polare Randopfer ist ein Licht, das erweckt wird. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, Licht, Schatten, Licht, Schatten, Licht, Schatten. Und sein weltlicher Vater ist Imker, Imkr. Im Gen, der wie R-Quadrat, das sind wir zwei im Zentrum von JCHICHSUB. Das ist aber rein rot, das ist der tiefste Mittelpunkt. Beachte, Imker hebräisch schreibt sich Koran. Kof, Waf, Resh, Nun. Das können wir jetzt Koran aussprechen. Klingt fast wie Corona. Sehr interessant, positiv, negativ. Hat natürlich auch damit zu tun, aber das wird jetzt so weit führen, wenn ich dir das erkläre, weil dann müssten wir ins Lateinische gehen und dann kriegst du das Kor und das führe ich dann zum Corpus. Kor auf Lateinisch können wir ganz kurz reinspringen. Das lateinische Wort Kor heißt ja Herz. Das Herz, wenn ich das wieder hebraisiere, kann man natürlich vielfältig anders machen. Das ist Haares, das ist die Erde. Erde wieder hebraisiert heißt der Weg des Wissens. Genau genommen ist es hier blau. Man kann es auch Harz lesen oder Herz lesen. Das Harz können wir jetzt auch wieder reinfahren in die Etymologie der normalen Worte. Das heißt, das ist das Erdwissen. Wo war man? Den Koran, der Schmelzofen der Frauen. Bei Corona. Halt! Kleinen Moment, dass ich nicht durcheinander komme. Kor ist das Herz, im Lateinischen wollen wir kurz reinschauen, und Corpus ist der Körper. Jetzt wollen wir das Kor rausschmeißen. Wir wissen, das heißt Herz, was du verstehst, das heißt Eider. Eiter ist ein Trümmerhaufen in einer Reihe, wenn ich das hebräisiere. Muss ich nur mit 70 schreiben? Und jetzt landest du wieder bei der Welt der Gedankenwellen. Der Trümmerhaufen, die Wellen der Gedanken helfen. I und TR ist ja die Reihe. Wenn ich jetzt nur das Konsonant schreibe, das ist einmal, und die sollst du bereisen, erforschen, erkunden, diese Welt in ihr herumgehen, aber nur imaginär. Ich betone imaginär herumgehen. Du bist ein Avatar, du bist ein träumender Geist oder ein Spieler in einem Videospiel, der eine Farbbrille auf hat, sich keinen Millimeter von der Stelle bewegt, wenn er sich bewegt. Weil alles passiert immer hier und jetzt und das um dich rum. Deine Gedanken, die sich austauschen, tauschen sich in einer Transversalen aus. Das ist diese Drehung von der longitudinalen, unbewussten chronologischen Sichtweise in diese Hier- und Jetzt-Sichtweise. Habe ich lang und breit erklärt. So, den Corpus. Wo war man? Schmelzofen der Frauen. Also Imke, Corona. Corona bedeutet ihr Schmelzofen. Sehr interessant. Ihr Schmelzofen, die Welt selber symbolisiert ja deine Traumwelt.
Und der Frauen deshalb, weil nämlich dieses Suffix N ist ein besitzanzeigendes Fürwort in Bezug auf Frauen. Wir können da mal ganz kurz reinschauen, dass du das siehst. Das ist jetzt dieses Koron, ist Bienenzüchter-Imker und das heißt Imker-R. Das heißt, in einem, der wie erwacht sich selbst empfindet, wie erweckt, aber jetzt blau gelesen, W-Eckt heißt wieder doppelt aufgespannte Ecken. Du kommst da nicht raus und jetzt haben wir schon B-Innen, im innersten Innen ist ein Züchter, der Bienenzüchter. Und das führe ich jetzt wieder Z-Waff, Z-U ist ja Z-Waff, das heißt der Befehl in Schrecken versetzt zu erwachen. Z-D-I-R. Jedes Wort wird für sich selbst erklären, viel genauer, wie du das in einem Lexikon empfindest. Und ich betone immer wieder, ich mache dir das mit allen Worten in allen Sprachen der Welt und du kommst aus diesem holophilen Kontext auch zahlentechnisch nicht heraus, weil das wirklich eine grundlegende Matrix ist, von der die von dir ausgedachten Menschen nichts wissen und auch nie irgendein von dir ausgedachter Mensch das verstehen wird, weil das kann nur Geist verstehen. Unabhängig, wie reif du jetzt bist. Wie du darauf reagierst, ob dich das schon im tiefsten Innern interessiert oder ob du noch viel zu sehr weltbezogen bist und den Freuden des menschlichen Lebens anhängst, das genau genommen gar nicht deine Freuden sind. Ich habe da immer wieder darauf hingewiesen, du hast keine eigene Meinung. Egal was die Religion anbelangt, noch was die Politik anbelangt, noch was dein Geschmack ist, was dir schmeckt, was du anziehst, was dir gefällt. Es ist einzig programmgesteuert. Und dieses Programm konntest du dir nicht raussuchen. Denk an das Schwammbeispiel. So, und jetzt gehen wir da mal einen Schnitt weiter. Kor für sich alleine, ohne das Suffix, bedeutet Verunstalten und Schmelzofen. Und dieses Scham, Scham ist ja das Wort, der Name, dort. Und ELZ ist interessant, dieses in dem Schmelz, dieses ELZ, das Drängen, Dringen, Zwingen. Jemanden drängen und das passiert in den Schmelzofen. Der Druck wird immer größer. Du wirst jetzt bedrängt, dich impfen zu lassen, oder deine Logik schreibt dir vor, dich nicht impfen zu lassen. Du musst dich immer fragen, warum. Das Ganze ist in Corona, im Schmelzofen. Bist du vollkommen zerschmolzen, bist du wieder zu einem absoluten Nichts, was bist du dich wieder erinnerst, was du in Wirklichkeit bist. Ein nicht existierender ewiger Geist von meinem Geist. Und jetzt kommen wir hier zu dem Baal. Baal ist das türkische Wort für Honig und hebräisch heißt es ja in Gott. Und dieser Honig wiederum gibt es verschiedene hebräische Wörter. Zum einen heißt Honig, und jetzt genau aufpassen, ist Zup. Und ich habe jetzt das Zup, rot und blau. Das ist die Geburt von Ubi, der Geburtsgeber. Im Geist verbundene Weisheit, das ist die Geburt von UB. Und das ist auch der Honigtau und der Nektar. Jetzt ist natürlich N-Ektar, heißt ein Auftauchen, ein Schwimmen, ein Strömen, ein Zusammenfließen. Du merkst ein Herausfließen und ein Zusammenfließen. Und das passiert im Zup. Und darum nennen wir das auch auf D-Auchen. Wir haben wieder DA ist der Wachraum. Und die Schöpfung von Chen. Chen ist die Gnade. Auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das ist zum einen der Honig. Als zweites Wort für Honig können wir uns auch anschauen. Das ist das hier. Das ist jetzt das Honigsheim. Ein älteres Wort, da will ich nicht genauer darauf eingehen, aber interessant ist, dass dasselbe Wort Hochland heißt. Ich kann jetzt das zum Beispiel, wenn wir das Englisch machen, das UB-Land, Land, dann heißt es auch ein Hügel. Wir wissen, Hügel heißt die Welle, hebräisiert. Und diese Welle, H ist nur der Artikel davor, die Welle, HGL. Und da hast du jetzt den Trümmerhaufen. Den hat man gerade, ich habe das mehrere Male betont. Eine Welle, das ist übrigens das Teilchen-Wellen-Phänomen in der Physik. Das ist nämlich, es kann hier eine Welle sein und eine Welle ist zuerst einmal ein Haufen. Es wirbt sich zuerst einmal ein Wellenberg auf und in dem Moment, wo sich ein Wellenberg aufwirft, in einer symbolischen Vorstellung entsteht zwangsläufig das Gegenteil, ein Wellental. Ganz nebenbei heißt es auch noch Kot. Und zwar besonders menschlicher als Brennmaterial. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, das ist praktisch die menschlichen Exkremente, der menschliche Scheiß, aus dem du letztendlich alles dir aufbaust. Dieses BR ist das äußere Material.
können wir noch viel, viel mehr dazu sagen. Und dann haben wir hier den klassischen Honig, das klassische Wort für Honig. Halt! Ich muss ein kleines Stück noch zurückbauen, Hügel. Wir sind da noch nicht fertig. Darum haben wir da auch eine Erhebung, ein Schwingen von HWH, JHWH. Wellenberg, Wellental, Wellenberg, Wellenbad. Merkst, das steckt alles in dieser kleinen Radix. Das heißt, rot gelesen ist es ein bewusstes Sein, das Sein der absoluten Weisheit, die immer da ist, das immer da sein. Blau gelesen wird es schlichtweg eine Existenz von Wissen, das in Erscheinung tritt. Und du merkst jetzt in dieser Rückübersetzung, Deutsch Ivri, Anfang von dem Hochland, den hochgehobenen Hügel, sprich die Welle, die eine Erhebung macht, zum Schwingen anfängt, dann siebst du dir irgendeine gewisse Welle heraus. Das hat die Zahl 7 steckt davon. Das ist das hebräische Wort für 7, wenn man es anschaut, heißt heraus 7. Das führe ich dann übrigens auch in den 7. Dach. Und das Ganze basiert, dieses HWH, das im Moment, dieser erste einfache Wellenberg, der im Moment da ist, den kriegst du zu sehen, aber jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Eine perfekte Beschreibung, wo deine Welt, deine Hebräer, deine Physiker, deine Theologen überhaupt keine Ahnung haben. Und jetzt frage ich dich wieder, warum? Was sind diese Menschen deiner Welt, deine Hebräer, die du jetzt denkst, deine Theologen, die du jetzt denkst? Was sind die jetzt? Ein Gedanke von dir. Genau. Erinnere dich, wenn ich immer wieder sage, es sind Kisten. Es sind einfach Kisten, die erschaffen wir jetzt und du denkst in die Kisten was rein. Und es ist ein großer Fehler, wenn du Geist dir irgendeinen Menschen eine Kiste ausdenkst. Und du denkst dir jetzt rein, die wüssten das alles. Selbst wenn du jetzt dir denkst, dass das ein ausgedachter Mensch weiß, weiß das trotzdem nichts, weil ein Gedanke als Ding an sich überhaupt nichts weiß. Es ist eine vergängliche Erscheinung. Das absolute Wissen wird nur erfahren von dem Geist, der träumt. Der ist aber roh, der ist etwas, was nicht existieren kann, als Ding an sich. Was existiert, ist einfach nur vergänglich, ohne Gefühl, ohne dass ich das raussuchen kann, dass es erschaffen wird. Das gilt für jeden Affen. Kein Mensch, den du dir ausdenkst, kann sich raussuchen, dass du ihn jetzt denkst. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Was passiert jetzt, wenn du an dich selbst denkst, an was komplett anderes denkst? Und der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dich überhaupt nicht mehr interessiert, wenn der nicht mehr von in der Esse ist, kein inneres Sein mehr ist, dann wirst du feststellen, dann lebst du in einer vollkommen anderen Welt. Du benötigst den Gedanken, dieses blaue Ich Person, ich Maske nicht. Was du benötigst, ist die Energie im Hintergrund, das bin ich UB und irgendein Programm, dass du Bilder aufschmeißt. Das ist das Geheimnis des ewigen Lebens. So, und dann haben wir es doch schon gleich. Den Hohn schauen wir uns noch an. Das ist jetzt nämlich auch HWH. Wenn ich jetzt das so schreibe, und jetzt kriegst du einen Besitz. Besitz, ein Gut, immer dran denken, das Gut im Hebräischen ist ja Dov. Ganz, ganz interessantes Spiel. Dieses Gut, es ist gut und böse. Bin ich im letzten Spiel darauf eingegangen? Ist das Glück das Gute, aber das ist doch schlichtweg und einfach eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Wir können das rot lesen, dann ist hier der bewusste Rai, der Spiegel im Mittelpunkt, der Kopf des Schöpfergottes, der symbolisiert unsere 9, dann im Geist verbunden, inmitten verbunden. Das ist natürlich inmitten. Normalerweise kannst du jetzt einfach schreiben, die Spiegelung, ein gespiegelt aufgedachte, aufgespannte Polarität außen. Das ist gut, wenn beide Seiten da sind. Wenn dir jeden Moment bewusst ist, es gibt kein Hell ohne Dunkel. Es gibt kein Gesund ohne Krank. Es gibt keinen Sommer ohne einen Winter. Wenn du dir jetzt eine Seite davon ausdenkst und sagst, das ist jetzt und das andere war ja oder es wird wieder sein, jetzt bin ich gesund, hoffentlich werde ich nicht krank oder jetzt bin ich krank, hoffentlich werde ich wieder gesund, hängst du noch in der Falle des unbewussten Trockennasenaffen chronologischen Denkens. Und diese Krankheit, unbewusst chronologisch zu denken, ist eine chronische Krankheit. Die kann ewig dauern, 1000 Jahre, obwohl jeder dieser Jahre ist eigentlich nur ein einziger Tag. Okay, und jetzt kommt unsere Liebe ist wie Honig.
Und den Rest kannst du dir eigentlich selber anschauen. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, da habe ich für Schweizer jetzt noch was reingehört, die der Schweizer Sprache mächtig sind. Sehr interessant. Für Schweizer, die in sich selber erwacht werden, das sind ja mittlerweile einige. Alles ist klärt. Les, die auseinandergeschmissene Raumzeit, wird zu einer Formwerdung, hebräisch ist, klärt und in Ordnung. Alles ist klärt. Ich könnte jetzt sagen, erklärt. Kol heißt übrigens alles. Daddy, dein Sohn, schrieb Hünsini-Story. Interessant. Din ist das göttliche Gesetz, der Gesetzeslehrer. Es gibt keine Zufälle in dieser Welt. Und das war's eigentlich schon. Recht viel weiter, den Rest kannst du dir anhören. Wir wollen das heute nicht so lange machen, weil ich merke, dass so kleine Erklärungen dabei sind, es doch immer Anstoß ist, sich ein wenig länger mit so einer Schrift auseinanderzusetzen. Und was eigentlich das Verrückte dabei ist, es gibt für jede Kleinigkeit, wo du siehst. Ich sage, die Genau. Welt spricht zu dir. Wenn ich jetzt als Brösel unter Brösel mit dir einfach durch die Stadt gehe und wir schauen uns nur Autonummern an, die du anschaust, wir schauen uns Namen von Geschäften an, was da drüber steht, und du hast die elementaren Grundlagen von Holofeeling im Kopf, dass du das nicht alles nachschauen musst, dann rennst du mit einem Dauergrinsen durch die Stadt mit null Angst, mit null Ärger, und du erkennst, ich bin in einem einzigen Wunder eingebettet, die Welt spricht in jedem Moment zu mir. Das ist jetzt kein Science Fiction, das Ja. ist das, was 100% Redo nicht. Dieser Redo, den wir uns jetzt ausdenken, weil der hat es drauf. Es ist übrigens sehr interessant, dass ich hier ja im Anhang nochmal diese zwei alten Vielstellvorträge reingestellt habe. Das war noch sehr am Anfang, da gehe ich ja auch in den Gematrie Explorer. Wenn ich hier in den Fliegenstall vorträge, solltest du dir die Mühe machen, die dir nochmal anzuhören, wo sehr augenöffnend sind. Und ich kann jetzt nur dazu sagen, ich denke mir jetzt, einige sind hier unter uns. Normal gesprochen, die in diesen Fliegenstall-Vorträgen dabei waren. Das ist eine ganz kleine Gruppe gewesen, weiß nicht mehr, 40 Mann, 50 Mann. Dass die das, wenn die das jetzt nochmal hören und sind am Ball geblieben, das sind einige, die schmunzeln selber, was sie damals nicht bekommen haben. Denen geht es nicht anders, wie wenn du das jetzt das erste Mal hörst. Das ist irgendwie beeindruckend, aber man nimmt im tiefsten Innern gar nicht mit, was da für eine Information drin steckt, in wie sehr das einen selbst betrifft in seiner Freiwerdung des Geistes. Und was ich eigentlich sagen wollte, macht dir mal die Arbeit, wenn hier ein kleiner Auszug ist, dass wir in Gematrie Explorer springen, in diesen Videosport-Vorträgen, 2015 glaube ich, waren die 2015, wie Gott. Und dann gibst du dasselbe jetzt in den Gematrie Explorer ein, was dann drin steht. Das ist die Übersetzung bleibt gleich, aber da kommen die Worttipps dazu und viele Erklärungen, die Rot-Blau-Erklärungen noch dazu, die waren damals alle noch nicht drin. Das ist das, was ich sage, wo hier der Meister, der Dora, das Pixelmännchen Redo, genauer gesagt der Geist, der diese Maske in deinem Traum trägt. Wie viele Tausende, zigtausende von Einträgen hier in den letzten Jahren, in diesen letzten 6 Jahren da getätigt hat und das erweitert hat. So, jetzt lass mal es gut sein. Jetzt kannst du dir in aller Ruhe dieses Update mit den Videos anschauen. Und tschüss. Tschüss.